Thomas Tuchel, der zuletzt oft in der Kritik von Didi stand, der ist ein bisschen aus dem Schussfeld raus, aber da gab es einiges. Didi Hamann und Thomas Tuchel, eine ganz besondere Fehde. Didi läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Ihr fragt die ganze, ich werde jede Woche mittlerweile nach Didi Hamann und nach Lothar Matthäus gefragt. Didi Hamann hat gesagt, sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine weiteren Regeln. Kann man vorspulen. Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und mit schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute. Den Rest erfahrt er von den Experten ja direkt. Ja, da hat er recht, der Thomas Tuchel. Didi Hamann live zugeschaltet bei uns. Grüß dich, Didi, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, grüß euch. Guten Morgen. Wir müssen natürlich die beiden jetzt noch mal ein bisschen aufnehmen, du und Thomas Tuchel. Vor dem Bildmikrofon hatte Thomas Tuchel einen Gin Tonic mit Lothar Matthäus abgelehnt. Hat er denn dir mal signalisiert, dass ihr mal einen zwitschern gehen könnt? Oder ist da momentan absolute Funkstille nach den letzten Wochen? Nee, also das Angebot gab es nicht. Und er hat ja, glaube ich, gesagt, als der Christian Falk ihn gefragt hat, dass er während der Saison nichts trinkt und er kein Interesse oder wenig Interesse hat, mit Lothar was trinken zu gehen. Ich gehe davon aus, dass das bei mir nichts anderes ist. Und wenn ich ihn sehe, werde ich ihn grüßen, werde mit ihm sprechen, so er das will. Und er hat gesagt, was er sagen musste oder wollte letzte Woche. Und deswegen alles gut. Das Wort der letzten Wochen war das Stichwort Weiterentwicklung. Du hattest kritisiert, dass du den FC Bayern, die Mannschaft, nicht eine wirkliche Weiterentwicklung erkennst. Musst du dann eingestehen, dass zumindest so die letzten 14 Tage bei dem Rekordmeister eine Weiterentwicklung zu erkennen war? Also das Wort Weiterentwicklung habe ich nie benutzt. Ich habe gesagt, dass mir die defensive Stabilität fehlt, die sie das erste Mal in Dortmund gezeigt haben. Da haben sie das erste Mal von Minute 1 bis 90 haben sie da wirklich so gespielt, wie man das vom FC Bayern erwartet. Dass das nicht jede Woche möglich ist, ist klar. Kam die Verletzung von De Ligt noch, die Rotsperre von Kimmich. Das heißt, Spieler haben sie auch nicht im Übermaß im Moment. Und deswegen war es, glaube ich, wichtig mit den vielen englischen Wochen, dass jetzt die Spiele gewinnen. Haben sie aber gestern auch wieder schwer für sich gemacht. Also das geht natürlich auch an die Substanz, wenn du immer bis zur letzten Minute spielen musst. Und ich dachte, nach dem 2-0 fahren sie das locker nach Hause. Das haben sie wieder nicht geschafft. Aber wichtig war dann, glaube ich, gegen Ende, dass sie das Spiel noch gewonnen haben. Und jetzt, die meisten sind bei Länderspielen, können sich ein bisschen ausruhen. Und dann schauen wir, wie sie sich präsentieren nach der Länderspielpause. Didi, ist der FC Bayern inzwischen mehr ein FC Kane geworden? Ich meine, es gibt ja schon eine gewisse Abhängigkeit. 17 Tore hat er gemacht von, ich glaube, 42. Auch viele sehr entscheidenden. Ist es jetzt positiv zu sehen, dass Kane so liefert, wie man es erwartet hat oder du vielleicht auch am Anfang gar nicht so erwartet haben? Oder gibt es da jetzt da auch eine gewisse Abhängigkeit? Ja, also dass er so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Also das ist schon faszinierend, wie es schafft, auch gestern wieder aus zwei Nichtchancen zwei Tore zu machen. Weil auch das erste, das war ja kaum eine Torschuss, Sané spielt da an mit dem Rücken zum Tor und da macht er einfach aus nichts, macht er dann ein Tor. Und das zweite, den Kopfball aus 11 Meter, was ja vielleicht nicht seine Stärke ist, der Kopfball, aber den reinzumachen, also das war auch große, große Klasse. Sind sie zu abhängig? Wir haben sie bei Lewandowski gesehen, da haben sie ja auch alles gewonnen, ob es die Meisterschaft war, ob es dann mal die Champions League war. Du brauchst einen Stürmer, der 25, 30 Tore macht, den haben sie und deswegen würde ich von dieser Abhängigkeit würde ich nicht zu sehr sprechen. Es ist, glaube ich, gut, wenn man so einen Stürmer hat und er hat auch Unterstützung, also ein Sané, Musiala, die können auch Tore machen und deswegen sind, glaube ich, im Moment alle froh, dass er bei den Bayern ist und für die Liga ist es natürlich eine Sensation, den englischen Kapitän hier zu haben. Das ist definitiv richtig. Alfred, mal an dich die Frage, wenn du es dir aussuchen hättest dürfen, würdest du einen Lewandowski in seiner letzten Saison lieber haben wollen oder einen Kane in seiner ersten Saison in der Bundesliga? Dann am besten beide, dann habe ich gar keine Sorgen mehr. Dann haben wir gar keine Meisterschaftskampf mehr. Nein, keine Sorgen. Also schon wirklich überraschend und wirklich sensationell, was Kane da macht. Aber trotzdem will ich jetzt mal Didi auch recht geben. Und ich glaube, dass selbst auch Thomas Tuchel das weiß, wenn er ehrlich ist. Denn die Konstanz bei Bayern, was Didi gerade gesagt hat, die fehlt in der Tat. Trotz der guten Zahlen, ich sag's noch mal, der beste Start seit 8 Jahren. Aber die Konstanz fehlt und gestern nach dem 2-0 plötzlich, wir reden über Heidenheim, plötzlich ein 2-2 und ich glaube, gut, hätte, aber trotzdem, wenn das Tor nicht so schnell gefallen wäre, das 3-2, hätte der FC Bayern sicherlich gestern größere Probleme noch bekommen.
Also das muss schon zu denken geben, auch wenn es gestern ein paar Ausfälle gegeben hat. Aber das muss dem Verein, das muss dem Trainer zu denken geben. Und nicht umsonst, ich sage es nochmal, ist der FC Bayern im Moment halt, heute Nachmittag wahrscheinlich, nur der beste Zweite aller Zeiten. Aber noch ist der Trainer des FC Bayern zumindest für ein paar Stunden Tabellenführer. Thomas Tuchel, wollen einmal ganz kurz seine Analyse nach dem 4-2 gestern gegen Heidenheim hören. Für mich gibt es nur einen Kampf, weil wir nur gegen uns selber kämpfen und spielen immer gegen unser eigenes Niveau und gegen unsere eigenen Ansprüche und spielen immer dagegen und spielen immer dafür. Alles andere, Sie würden mir wahrscheinlich nicht glauben, wenn ich normalerweise, wenn Sie mich fragen, weder die Punkte von uns kenne und wenn ich uns kenne, kenne ich keine anderen Punkte, keine Tabelle. Der Fokus ist immer bei uns. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gewinnen und gewinnen und gewinnen und stabil bleiben, die Basis dafür schaffen. Und die anderen sind für sich verantwortlich. Und die Liga ist sehr, sehr breit vorne in diesem Jahr bis hierher. Stuttgart ist stark, Dortmund ist stark, Leipzig ist stark, Leverkusen ist extrem stark. Deshalb, es lohnt sich nicht, auf irgendwelche anderen Ergebnisse zu spekulieren und sich einen Konkurrenten rauszusuchen. Wir sind unser eigener Maßstab. Didi, er spricht von einem Einkampf. Böse Zungen können jetzt sagen, das ist eine Arroganz oder ist das nur das Selbstverständnis des FC Bayern außer uns? Mir ist am Meer, gibt's gar nichts. Nee, ich nehme ihm das schon ab. Also auf die Tabelle kannst du im Februar, März, April schauen. Im Moment müssen sie schauen, dass sie ihre Spiele gewinnen. Und wenn die Leverkusen ihre Spiele gewinnen, dann werden sie erstmal vor ihnen bleiben. Was auch heute der Fall sein kann oder Fall sein wird. Also ich nehme ihm das schon ab. Sie hatten jetzt viele englische Wochen. Ich glaube, da gibt's wenig Zeit nachzudenken. Und so wie sich's, wir haben ja einen Drei- oder vielleicht Vierkampf erwartet. Im Moment schaut es nach einem Zweikampf vielleicht einen Dreikampf aus. Also auf die Leverkusen und die Leipziger, da kann er dann im März, April schauen. Im Moment nehme ich ihm das schon ab, dass er dann nur auf seine Mannschaft schaut. Didi, wir haben ja auch angerissen das Thema Uli Hoeneß, Max Eberl. Am Montag, also morgen, gibt es eine Aufsichtsratssitzung bei Bayern. Auch wenn der Name Eberl da im Moment noch nicht auf der Tagesordnung steht, alle erwarten, dass Uli Hoeneß das Thema auf den Tisch packt und dass es dann auch eine Entscheidung gibt. Wie siehst du das? Braucht der FC Bayern einen Sportvorstand, Max Eberl? Und wäre das auch, sag ich mal, so eine Art Bodyguard für Thomas Tuchel, damit er sich nicht mit dir und Lothar und anderen Experten rumschlagen muss? Ja, es wird mit Sicherheit helfen. Und Max hat es ja immer auch klar kommuniziert in den letzten Jahren, dass es sein Traum ist, irgendwann bei den Bayern zu sein. Er ist jetzt frei. Uli Hoeneß ist ein großer Fan von ihm. Also mich würde es sehr überraschen, wenn es nicht so kommt. Ich glaube, dass Max in absehbarer Zeit bei den Bayern auftauchen wird. Und es ist natürlich immer gut, sportliche Kompetenz zu haben, weil, wie du richtig sagst, ist es natürlich auch für den Trainer jemand, mit dem er sich austauschen kann. Und das hat er in den letzten Wochen und Monaten vielleicht auch nicht so gehabt, weil Uli Hoeneß sein Wort hat noch großes Gewicht. Du hast einen Vorstandsvorsitzenden, einen neuen Sportdirektor, der seine Rolle erst findet. Das heißt, wenn man da noch einen kompetenten, starken Mann an der Seite hat, mit dem man sich mal austauschen kann oder der ihn dann zur Not auch mal verteidigt, den Trainer, das würde dem ganzen Konstrukt mit Sicherheit helfen. Du bist ja auch ein ehemaliger Bayern-Spieler und viele ehemaligen Bayern-Profis, die werden dann zu Markenbotschaftern, werden so ein bisschen vom Verein umarmt und auch ruhig gestellt. Gab es eigentlich mal den Versuch des FC Bayern, dich zu einem Botschafter zu machen und damit etwas als Kritiker mundtot hinzukriegen? Nee, das gab es nicht und ich habe da wenig Interesse. Also ich kann ja nicht beides machen. Ich kann ja nicht auf der einen Seite Geld von den Bayern nehmen und dann über die Bayern urteilen oder meine Meinung abgeben. Deswegen, den Versuch gab es nicht. Und selbst wenn es so sein sollte, dann hätte ich da wenig Interesse dran, weil es einfach nicht geht. In der Tat funktionieren tut das ganz gut bei Lothar Matthäus. Der kriegt das irgendwie beides hin. Meines Wissens läuft er auch relativ oft im Bayern-Sack und auch auf offiziellen Veranstaltungen auf. Nagelt aber auch ordentlich. Ich möchte noch einmal den Ball zu dir, Alfred, rüberspielen bei der Personalie Max Eberl. Das würde ja auch das ein oder andere Millionchen kosten. Leipzig, glaube ich, wartet nur sehnlichst auf den Anruf. Was ist deine Einschätzung zu Max Eberl? A, braucht der FC Bayern wirklich dieses Gesicht? Max Eberl, und was für eine genaue Funktion soll der dann eigentlich übernehmen? Weil einen Harry Kane hat man ja auch ohne Max Eberl an die Siebener Straße bekommen. Ja, aber der FC Bayern braucht ja, ich sag mal, nach dem Abgang von Oliver Kahn und Branko Salihamidžić braucht er sportliche Kompetenz. Und der Posten wäre für Max Eberl ganz sicherlich der Sportvorstand.
Und da ist er auch wichtig und da ist er auch gut für den FC Bayern, da bin ich ganz sicher. Man muss auch sagen, er ist dann, Didi hat es gerade schon angedeutet, er ist dann da, wo er immer hin wollte, beim FC Bayern, mit ein paar Umwegen, mit ein paar Stolpersteinen. Aber er wäre dann beim FC Bayern und ja, ich glaube auch, dass es so, dass es dahin geht. Da wächst zusammen, was vielleicht zusammen gehört. Nur Max Eberl wird sich, glaube ich, dann auch noch mal wundern, wie schwierig es doch ist, beim FC Bayern zu arbeiten. Zumindest München kennt er ja ganz gut. Wir wissen ja alle, er lebt da ja in erster Linie schon seit langer Zeit in München. Ich möchte ganz gerne noch mal mit euch, liebe Herren, ein bisschen auf den Platz beim FC Bayern schauen, fußballerisch noch einmal werden. Das Jahrhunderttalent, so haben wir es alle irgendwie schon betitelt, der Kollege Musiala, hat Bayern letzte Saison mit seinem letzten Tor in Köln zum Meistertitel dann doch noch geschossen. Bisher durchwachsen. Didi, mal die Frage, wenn man auch jetzt wieder auf einer weißen Wiese spielen dürfte, der Kollege Wirtz von Leverkusen oder Musiala von Bayern, wen würdest du am ehesten aufstellen, wenn es diese Möglichkeit gäbe? Denn dass die Personalie Wirtz früher oder später auch beim FC Bayern auf den Tisch kommt, ich glaube, ist völlig unbestritten, oder? Ja, ist richtig. Also die Familie ist, glaube ich, mit den Bayern in Kontakt schon seit 2 oder 3 Jahren. Der Grund, warum er jetzt noch in Leverkusen ist, ist auch seine Verletzung. Da hat man sich dann geeinigt, dass man noch ein Jahr in Leverkusen macht, was ihm mit Sicherheit nicht geschadet hat oder schadet, wenn man sieht, wie er spielt. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer zu den Bayern kommt. Musiala oder Wirtz ist schwer. Das sind zwei unterschiedliche Spieler, beides Ausnahmetalente. Aber für Musiala gibt es natürlich einen großen Markt. Und man hat ja gehört, Pep Guardiola ist, glaube ich, großer Fan von Musiala. Und die Engländer würden ihn wahrscheinlich liebend gern auf die Insel holen. Und dann ist die Frage, ist es möglich, beide in der Mannschaft zu haben? Ich weiß es nicht. Und wenn du Musiala für viel Geld verkaufen kannst und vielleicht für die Hälfte Wirtz bekommst, dann wäre das, glaube ich, nicht der schlechteste Deal. Alfred, unterschreibst du das ein Tauschgeschäft, was Sinn macht? Oder würdest du dir wünschen, dass Florian Wirtz nach einer hoffentlich sehr erfolgreichen EM im eigenen Land im Sommer den Weg direkt vielleicht auch ins Ausland geht zu einem der ganz großen Clubs? Ich glaube, auch er wird auf der Liste eines jeden Scouting-Bogen stehen. Ja, ich denke auch. Also ich weiß nicht, warum Wirtz ganz sicher zu Bayern geht. Also Didi hat vielleicht mehr gehört als ich da. Aber auch er kann natürlich ins Ausland gehen. Und beide beim FC Bayern kann ich mir nicht vorstellen. Würde ich auch sagen, wären nicht zu raten. Die Bayern müssten, wenn sie was tun, eher jetzt was in der Defensive tun und nicht mit Musiala und Wirtz, zwei ähnliche Typen, nebeneinander spielen zu lassen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht will Florian Wirtz ja noch ein Jahr länger beim deutschen Meister Leverkusen bleiben. Ja. Das. Eine andere Personal, die mich interessiert, ist Joshua Kimmich. Er war jetzt draußen, die Bayern haben ohne ihn gewonnen, streckenweise auch ganz ordentlich gespielt. Wo siehst du eigentlich einen Platz für Kimmich? Ja, die Frage wird sein, ob sie oder wenn sie noch einen defensiven Mittelfeldspieler holen. Man wollte ja Palinha holen im Sommer. Das hat nicht geklappt. Ob man jetzt im Winter einen bekommt, der ihnen weiterhilft, weiß ich nicht. Und dann ist natürlich die Frage, die Leute sagen immer, naja, dann kann er etwas weiter vorne spielen. Aber auf der Position, auf der 8, hat er seit Jahren nicht gespielt. Und es ist das Schwerste im Fußball ist, wenn du mit dem Rücken zum Tor angespielt wirst. Und das ist in München, wo du gegen tiefstehende Gegner spielst, ist das in 90% der Fällen ist das der Fall. Also ob der ein Kimmich mit dem Rücken zum Tor spielen kann, das weiß ich nicht. Das würde ich mal im Raum stehen lassen. Und deswegen bin ich auch keiner, der sagt, naja, wenn einer kommt, dann kann er weiter vorne spielen und wird er da seine Leistung bringen. Ich glaube, dass wenn ein Sechser kommt, dass es für Kimmich unheimlich schwer wird, weil er hat es in den letzten Monaten nicht geschafft, hatte vielleicht auch nicht immer die Unterstützung des Trainers. Deswegen hat es ihm, glaube ich, gut getan, als der Trainer gesagt hat vor dem Galatasaray-Spiel, nee, der Kimmich wird spielen, dass er eben diese Disziplin an den Tag legt, die du auf dieser Position brauchst. Und wie es mit ihm weitergeht, werden wir sehen. Jetzt ist erstmal sind Länderspiele. Ich gehe davon aus, dass er dort diese Position begleitet in der Nationalmannschaft. Und ob er es bei Bayern weiter begleiten wird, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob man im Winter jemanden bekommt.